Herr Kohl, lassen Sie uns über Erfolg sprechen. Was sind wesentliche Voraussetzungen für Erfolg im Leben? Es gab eine ganze Reihe von Themen. Für mich persönlich ist es das Wichtigste, dass wir klar sind in uns, dass wir wissen, wofür wir was tun oder das, was wir tun wollen, dass wir einen Sinn in der Situation sehen, in der Aufgabe, in dem Weg, den wir gehen wollen. Eine zweite wichtige Voraussetzung ist Kraft. Kraft hat was mit körperlicher Kraft zu tun, emotionaler Kraft oder Resilienz, Stärke, aber vielleicht auch was mit Geld, dass wir eben ein Projekt finanzieren können, dass wir nicht nachts schlaflos im Bett liegen, weil wir morgens die Rechnung nicht bezahlen können. Und Erfolg hat was mit Gemeinschaft zu tun. Ich glaube nicht an den Einzelkämpfer, ich glaube daran, dass Menschen im Team am stärksten wirken, bewirken können und damit auch erfolgreich sein können. Sie haben ja lange für eine Bank in den USA gearbeitet und in den USA herrscht ja schon seit Jahren ein immenser Erfolgsdruck, eine regelrechte Erfolgsgesellschaft. Und können Sie das in Deutschland auch beobachten, diesen Trend zu diesem Erfolgsdruck? Also ich bin immer mal wieder in den USA und ich glaube, dass sich der Erfolgsdruck nicht unterscheidet. Also der klassische Angestellte in Deutschland und in den USA hat einen völlig ähnlichen Erfolgsdruck. Warum? Wir leben in einer globalisierten Welt. Die Unternehmen sind global im Wettbewerb. Es ist immer unwichtiger, wo eine Firma herkommt. Die Fähigkeit zur Zusammenarbeit wird immer wichtiger. Und der Erfolgsdruck im Sinne von Zeit, Qualität, Delivery on time und so ist gleich, meiner Meinung nach. Wo haben denn zum Beispiel deutsche Angestellte, Sie kommen ja auch viel in Firmen rum, wo haben denn deutsche Angestellte so das größte Defizit? Wo bleiben die auf der Strecke? Das ist eine Verallgemeinerung, das kann man nicht so beantworten. Ich glaube, dass wir in Deutschland viele Stärken haben. Da sollte man zuerst mal drüber sprechen. Wir haben im Regelfall eine sehr gute Ausbildung. Wir haben sehr hohe Identifikation mit der Aufgabe. Ich arbeite ja in der Automobilindustrie und muss feststellen, dass deutsche Zulieferer sicherlich Weltmaßstab sind. Daher auch dieser Druck, der überall sehr hoch ist. Und wenn es an Defizite geht, sind es individuelle Themen. Und ich glaube, das größte Problem in Deutschland ist Frustration im Job, die innere Kündigung und auch ein Betriebsklima, das einfach Menschen nicht mitnimmt, weil man durch endlos viele Sparwellen und Versprechenswellen, will ich mal so nennen, von verschiedenen Geschäftsführungen durchgegangen ist. Und da kommen wir wieder zu dem Thema, was ist Erfolg? Erfolg ist auch der Glaube an das gemeinsame Projekt. Wir haben in Deutschland ja eine hohe Analysefähigkeit, wo Probleme herkommen. Die Lösungsfähigkeit bleibt vielleicht manchmal auf der Strecke. Kommen auch Firmen oder Vorstände auf Sie zu und fragen Sie nach Lösungen, wie man zum Beispiel solche inneren Kündigungen vermeiden kann? Gut, ich biete ja ganz unterschiedliche Themen an, als Speaker, als Referent, als Coach und auch als Seminarleiter. Und ich habe schon mit verschiedenen Firmen, also Management-Teams meine ich jetzt damit, Programme durchgeführt, die aber alle ein Ziel haben, die Integration der Truppe, auf Deutsch gesagt, die Moral der Truppe. Und ich glaube, das ist ein Wettbewerbsfaktor, der oft unterschätzt wird, weil viele Menschen in einer ZDF-Zahlen-Daten-Faktenwelt leben und auch führen. Und gerade wenn Technik überall gleich verfügbar ist, ist der Faktor Mensch überproportional wichtig. Früher konnte man sich sehr stark differenzieren durch die bessere Ausrüstung, die besseren Maschinenparks in den Firmen. Das ist heute in China, in Korea, in vielen Ländern deutscher Standard. Also müssen wir uns über das differenzieren, was ja im Geschäftsbericht steht. Unsere Mitarbeiter sind unsere beste Erfolgsquelle. Das muss man leben. Und ein Mitarbeiter ist vor allen Dingen ein Mensch, nicht erst ein Mitarbeiter. Und wenn wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen und ihn fordern und fördern, beides, und ihm eine Heimat, eine Perspektive und einen Sinn als Unternehmer oder als Manager geben, dann, glaube ich, haben wir große Erfolgsaussichten. Wenn wir diesen Mensch in den Mittelpunkt stellen und auch etwas von ihm fordern, wie kann er sich denn von sich aus auf diese sehr globale Situation einstellen und diesem Stress Herr werden? Was für Schritte könnte der unternehmen? Sie sprechen jetzt vom Einzelnen. Ich glaube, die wichtigste Aufgabe ist der Umgang mit der eigenen Unsicherheit und der eigenen Angst. Warum bremsen sich Menschen selbst aus? Weil sie unsicher sind. Mangelndes Selbstbewusstsein, schlechte Erfahrungen, das wird wieder mal so passieren. Das sind die klassischen Themen.
Und ich glaube, wenn wir als Einzelne, und das hat nichts als Mitarbeiter zu tun, das gilt für alle Menschen, gezielt an unserem Selbstbewusstsein arbeiten, ohne Hybris, ohne Überschätzung, ohne gar narzisstisch zu werden, aber doch einfach aus einer gesunden Basis heraus zu arbeiten, dann haben wir enorme Aussichten nicht nur auf Erfolg, sondern auch auf Lebensfreude. Weil was nützt uns aller Erfolg, wenn wir keine Freude dabei spüren, wenn unser Leben nicht erfüllt ist? Weil am Ende des Tages, ich sage immer, wir haben 30.000 Tage und jeden Tag geht dieses Lebenskonto ein Stück zurück. Aber es ist doch wichtig, dass wir das in Freude tun. Und schon Aristoteles hat gesagt, der Mensch sucht nach Glück. Sie haben vor kurzem Ihr eigenes Institut in Königstein eröffnet. Was haben Sie denn da bisher für Erfahrungen, für Erfolge gemacht? Ist das alles so, wie Sie sich das vorgestellt haben? Es ist ein Zentrum für eigene Lebensgestaltung, so heißt das Ganze. Das ist noch sehr im Aufbau, es ist noch sehr klein. Ich habe keine Vorstellung. Ich habe es mal ganz anders gemacht. Ich bin ohne Plan und ohne Ziele nach dem Motto, in 6, 12, 18 Monaten müssen wir dort und dort sein, an die Sache rangegangen, sondern ich verstehe mich jetzt im Anfang einfach mal als jemand, der da ist und der Menschen versucht zu erreichen und umgekehrt, der auch von Menschen erreicht wird. Jede Menge Leute haben mich angesprochen, können wir was zusammen machen, wie können wir was zusammen machen. Das ist jetzt noch so eine Findungsphase. Und mein Ziel ist es, dass es über die Zeit, und jetzt fragen Sie mich nicht wann, weil ich es nicht weiß, ich will es auch gar nicht wissen, ich bin mal ganz unkontrollerisch in dem Thema, dass es über die Zeit zu einer Anlaufstelle gibt, wo wir uns austauschen können. Weil Lebensgestaltung hat sehr viel mit Erfahrung zu tun, mit der Überwindung von Unsicherheiten und der Freiheit zur neuen Antwort. Und die Freiheit zur neuen Antwort lernen wir am besten von Menschen, die selber mal diese Freiheit genutzt haben und die für sich selbst auch neue Antworten gefunden haben. Zum Abschluss eine Frage. Es geht ja das Gerücht um, dass Sie mit Pater Anselm Grün ein Buch zusammengeschrieben haben. Können Sie das bestätigen und worüber haben Sie denn da geschrieben? Es ist mehr als ein Gerücht. In der Tat, im September wird unser gemeinsames Buch erscheinen. Es ist mir eine große Ehre, dass Pater Amsel und der Herder Verlag mich angefragt haben. Es ist das Buch zu seinem 70. Geburtstag. Das ist ein sehr starkes Reflexionsbuch. Und der Titel des Buches ist, was uns wirklich trägt, über gelingendes Leben. Also es ist so eine Art 360-Grad-Betrachtung durch die verschiedenen Felder des Lebens, von eben auch Erfolg, Misserfolg, Schicksalsschläge, Liebe, Gemeinschaft, Herkunft, Heimat, aber auch Tod. Was ist der Sinn des Lebens? Und der Gedanke ist, da sitzen zwei Leute aus völlig unterschiedlichen Lebenswegen. Pater Amseln, jetzt bald 70 Jahre alt, mit 19 ins Kloster nach Münster-Schwarzach zu den Benediktinern gekommen. Ein sehr kontinuierlicher, auch räumlich stabiler Lebensweg. Mein Lebensweg, auch gekennzeichnet von Brüchen, Auslandsaufenthalten, eine Scheidung, Patchwork-Familie, Management, Unternehmertum. Und so sprechen wir sozusagen in den verschiedenen Kapiteln, jeder immer eine Hälfte des Kapitels zum Leser. Und der Leser kann dann daraus für sich hoffentlich einige Anregungen entnehmen. Ganz herzlichen Dank, Herr Kummer. Gerne.